Ja, na doch, intensiven Trainingseinheiten, die wir jetzt auch schon in Italien hatten, beziehungsweise am Samstag und Sonntag schon in Frankfurt mit jeweils zwei Einheiten, hat man schon gesehen, dass die Mannschaft körperlich müde war, beziehungsweise auch geistig nicht ganz frisch war. Aber das ist nach vier Wochen Vorbereitungszeit auch gar nicht anders zu erwarten. Ich habe gute Ansätze gesehen, gerade in dem Bereich, womit wir uns in dieser Woche beschäftigt haben, mit dem Defensivverbund. Wir wollten zusehen, dass wir sehr kompakt stehen, dass wir nicht allzu viele Torchancen dem Gegner herschenken. Das war okay. Die Verhältnisse waren auch jetzt nicht die besten. Der Platz war ziemlich hoch geschnitten, beziehungsweise sehr trocken. Da läuft der Ball nicht. Also von daher geht es besser. Das ist auch ganz klar. Nur Stand jetzt ist es in Ordnung und darauf werden wir aufbauen und werden auch uns verbessern. Ich denke, wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Es war ein sehr zweikampfbezogenes Spiel. Wir haben uns reingehauen. Der Schiedsrichter hat viel abgepfiffen. Das war natürlich schade, dass das Spiel dann oft unterbrochen war, weil wir viele Ballgewinne hatten. Aber dann haben wir ein Tor geschluckt, das hätten wir nicht schlucken dürfen. Aber ich denke, wir hätten das Spiel gewinnen können. Wollten wir eigentlich auch, es war wichtig. Aber ich denke, wir haben ein hartes Trainingslager schon jetzt ein paar Tage hinter uns. Und deswegen war es dafür, denke ich, ein guter Auftritt. Wir haben jetzt auch viele Abläufe trainiert und auch mit den Neuen, dass sie integriert. Und ja, wir versuchen Tag für Tag daran zu arbeiten, dass es sich alles optimiert.